wetteifern Sie um ein enormes... Naja, Sie sollten den Tatort sicher nicht quatschen. Kein Wunder, dass die Fledermaus Sie überrumpeln konnte. Sag Ihnen, Sie sollen das nächste Mal die Augen aufhalten. Na gut, dreh eine Runde und melde dich dann wieder. Müssen Sie so brutal sein, Sir? Das sind Angestellte der Stadt. Sie sind so korrupt, wie man sich nur vorstellen kann. Und mir im Weg. Ich wünschte, Sie würden Ihr Vorgehen überdenken. Sie wissen nie, ob Sie Ihre Hilfe noch einmal brauchen. Jedenfalls ist Ihr Ziel der Serverraum. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Bitte. Ja, voll in die Fresse. Das sind nur drei. Und zwar gut. Willst du noch mehr? Okay, dann wäre ich ein bisschen anders vorgegangen. Ja, wer hätte gedacht, dass man gegen die kämpfen darf? Heute Nacht endet es. Niemals. Es endet nicht hier. Auch nicht jetzt. Worauf soll ich warten? Auf besseres Wetter? Okay. Die konnte ich nicht anders ausschalten. Kann ich da durch? Die ist, glaube ich, abgeschlossen. Ne? Ja. Bei solchen Türen bringt mich mein kryptografischer Sequenzer nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden. Das stimmt. SWAT-Konferenzraum. Gegen so viele bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstrokes Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Okay. Während ihr Schwachköpfe in Blackgate die Putzkolonne gegeben habt, habe ich uns einen Haufen Kohle gesichert. Wir haben einen Deal mit Black Mass. Wenn einer von uns die Fledermaus tötet, bevor seine Killer es tun, kriegen wir das Kopfgeld. Die ganzen 50 Millionen. Für diejenigen, die in Watte gefällt haben, das heißt... Ich muss leise sein, damit diese SWAT-Männer mich nicht hören. Boah, ich dachte schon. Lasst ihn uns abknallen. Genau, was machen wir noch? Genug. Wenn er keinen Dreck am Stecken hat, hängen wir ihm was an. Oh, die haben mich gesehen. Runter auf den Boden! ...oder irgendjemandem, der mit dem Mord an Commissioner Love zu tun hat, führen, ist eine Belohnung von $25,000 auszusetzen. Schnappt sie euch, Jungs! So, wollen wir ja mal sehen. Wir nehmen dich fest! Ach ja? Lass den Feuerlöscher da liegen. Ach, verdammt. Das hab ich auch nicht vor. Okay. Zack, zack. Dieser Teil kommt nicht in mein... In dein was? An alle Einheiten. Spenden und Karten an Commissioner Lux' Familie werden im Pausenraum entgegengenommen. Bitte kommt vorbei und erweist ihm die letzte Ehre. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Oh ja, ein Datenfragment wieder. Oder ein Datenpackage. Okay.
Also, was kann dein Unterbrecher denn so? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, aber hauptsächlich jede Menge geht dich gar nichts an. Schön, wenn du es so haben willst. Nicht du schon wieder! Wir kennen uns, nicht wahr? Ach. Rede, oder du wirst nirgendwo hinlaufen. Nie wieder. Nee, nee! Du kannst dich mal dafür verantworten, dass du mich vom Dach geschmissen hast, Alter! Nein, du antwortest mir. Wie funktioniert dieser Unterbrecher? Wag doch die Bullen! Die Beweismittelsicherung hat ihn! Wie wär's mit einem Spaziergang auf dem Dach? Okay, okay. Du gewinnst. Er blockiert Waffen, überbrückt elektronische Schlösser und lässt du mich jetzt los? Wie ist das beim letzten Mal für dich ausgegangen? Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, gehen wir mal hier raus. Die Typen haben wir ausgeschaltet. Wer sagt sowas, euer Kumpel Anarchy? Er wird die Stadt von Dreck wie euch säubern! Ach ja? Wenn er etwas säubern will, sollte er mit dir anfangen. Der war gut. Sind bereit! Jetzt geht's in die Birne! Was geht? Seh ihn nicht! Wie hat er das gemacht? Sehen. Ich fange auch an. Ich werde warm bei euch. Kommt schon, erledigt ihn! Ihr seid ausgebildet worden, dass ich nicht mehr lache. Zur nächsten Notstelle. Machst du Witze? Dann kriegen sie uns doch immer. Du checkst es nicht. Anarchy checkt es, aber du checkst es nicht, Mann. Vielleicht will ich es auch gar nicht checken. Naja. Und weiter. Tür verschlossen. Okay. Dann hoch. Na? Ach so, vielleicht durch das Fenster. Nee, auch nicht. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Okay, dann sprengen wir das Ding mal. Und bumm. So. Gut, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ich muss raus aus diesem korrupten Kaff. Du, was ich sage, mir ist egal, was da draußen los ist. Ich habe ein größeres Problem. Wenn ich diesem Schwein nicht gebe, was er will, schickt er die Aufnahmen an die Presse. Was soll ich jetzt machen? Ist das alles, was dir einfällt? Wie soll ich ihn denn killen, wenn ich nicht weiß, wer er ist? Der Typ ist ein Rätsel. Total enigmatisch. Ja, toller Ratschlag. Danke. Die haben alle Dreck am Stecken. Okay, wie kann ich dieses... Ja, ich kann mir schon denken, wie ich diese Tür aufmachen muss. Ziehen! Okay, gut, dass ich hier nachgeguckt habe. Und jetzt schlaf gut. Und wieder ziehen. Und tschüss. Das ist die schlimmste Art, Krimineller. Die Art, die denkt, ihre Handlungen wären gerechtfertigt. Die das System völlig missachtet. Verstehst du es nicht? Das System funktioniert nicht. Barbara, warte. Batgirl.
glaube ich zumindest, dass es Batgirl war. Oder wird. Also, was ich natürlich nicht glaube. Okay. Schön, dann muss ich jetzt hier hoch. Sie traut uns. Mal gucken, ob ich da irgendwie reinkomme. So, gucken wir mal. Nee, komme ich nicht. Okay. Nein, komme ich nicht. Ja, ist okay. Nein, ah, wie komme ich denn jetzt hier raus? Okay. Naja. Vielleicht komme ich irgendwann noch mal hin. Durch diese Tür gehe ich nicht durch oder kann ich nicht durchgehen? Dann nehmen wir die Leiter. Der Verdächtige ist unmittelbar in der Nähe, Jungs. Also Augen auf! Wenn ihr das durchzieht, setzen wir uns in die Sonne ab! In die Sonne wollen die sich absetzen. Nach Lobs Abgang werden vielleicht ein paar neue Stellen frei und ich werde endlich Detective. Ich bin Black Mask wohl was schuldig. Ständig Streife zu laufen macht mich fertig. Ich brauche dringend noch... Tja, das wird sogar fertig machen. Irgendwie aufgehängt. Okay, da drüben ist noch was. Ein... Was tut der Typ uns an? Verdammt, der ist abgehauen jetzt. Oh, wir brauchen noch einen Krankenwagen. Passt besser auf als der hier. Es sei denn, ihr wollt Steaks durch Strohhalme schlürfen. Okay. Abpolizisten am Boden. Brauchen Unterstützung. Ich habe deine Mutter aber nicht beleidigt. Gut. Fünf Stück. Der entkommt uns nicht! Sucht weiter! Ja! Hey, zeig dich! Verdammt! Verdammt! Verdächtiger ist weg! Ja. Nee, nicht mehr! Was? Nicht ganz. Niemand ist so schnell! Okay. Dich habe ich jetzt K.O. Und schnell weg hier wieder. Da sind jetzt zwei. Und wieder weg. Okay. So. Wo ist die verdammte Verstärkung? So, jetzt gucken wir mal. Der geht nach da, der geht. Wohin? Hört mal zu. Ihr seid nicht mehr viele. Ihr müsst zusammenarbeiten. Okay, der eine versteckt sich da. Willst du den sterben? Mach ich jetzt kaum. Wer ist da? Und weg hier. Brauche Verstärkung! Ich hab ihn! Und zack, jetzt sind es nur noch zwei. Komm her und ich verpasse dir eine Kugel direkt in die Fresse! Das wollen wir ja mal sehen. Magst du die Dunkelheit? Wir haben eine stockfinstere Zelle für dich, du Bastard! Verdächtiger setzt drauf ein! Und ausgeschaltet. Das war doch mal sehr gut. Um nicht fast zu sagen perfekt. Alarmstufe 1. Alles verfügbare Personal sollte seine Quadranten nach dem 622 absuchen. Zielperson ist 1,90 Meter groß, schwarz gekleidet und hat... Gut. Soll das ein Witz sein? Und wieder einen Stufenanstieg, den mache ich jetzt auch. Und zwar nehmen wir
Panzerung. Jawohl. Ja, aber wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Okay. Unterbrecher deaktiviert. Ja. Wo ist denn der Unterbrecher? Hm. Na gut. Dann sprühen wir mal. Bumm. Und öffnen wir. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir den Unterbrecher suchen, aber... Okay. So, was haben wir da? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Feuerlöscher. So, da ist nichts. Ja. Keine Ahnung, wohin. Okay. Was haben wir denn? Habe ich den Unterbrecher? Habe ich nicht. Hier rein kann ich nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Elevator. Öffnen. Den kann ich auch nicht holen. Huh. Hier ist nichts. Da kann ich auch nicht her. Okay. Also. Enigma-Datenpack, Enigma-Datenpack. Hm. Ich kann mir schon denken, was ich machen muss. Ich muss hier hinfliegen und jetzt kommt eine Zwischenfrequenz, oder nicht? Ja. Gerät hacken. Yeah. Hacken wir das Gerät. Der Gerät. Gesetzeshüter. Okay. Und tschüss. Solltest du nicht deinen Quadranten absuchen? Ach was, das überlasse ich den Jungs vom SWAT. Wieso das? Hast du nicht gehört? Das habe ich beim SWAT gelernt. Alarmstufe 1. Alle Einheiten melden sich beim jeweiligen Vorgesetzten. Aktuelle Zahlen werden benötigt. Es gibt Vermisste. Gut, dann gehen wir jetzt hier raus. Serverraum. So viel zum Thema nicht entdeckt, unentdeckt bleiben. Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas. Hm. Vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer. Okay. Hallo. Lass es doch einfach rein. Ja. Na, A und... Das bleibt nicht ungestraft. Mist, ey, wie war das denn nochmal? Also B und zack, zack. Okay. Verstanden, wie es ging. Und K.O. So. Alfred, ich komme nicht an die Asservatenkammer. Ich brauche einen anderen Weg. Die Asservatenkammer, Sir? Nun, laut diesen Plänen grenzt sie an einen alten Aufzugsschacht, an den Sie über die Krankenstation gelangen können. Ich habe ihn auf Ihrer Karte markiert. Danke, Alfred. So, dann gucken wir mal. Wahrscheinlich muss ich hier rein jetzt. Und hier funktioniert er, ne?
schützt Gotham. Korrupten Bullen. Okay, dann muss ich wohl runter. So richtig die Hölle los. Ich sagte, lasst mich raus. Und ich sagte, wir lassen niemanden raus. Aber es kann nicht schaden, ihm von dem Schießmechanismus an der Tür dazu erzählen. Ja, der gerade... Nicht ihn. Wir sind hier schon bald aus den Füßen. So, und ich mache jetzt auch mal eine kleine Aufnahmepause. Bis dahin, tschüss.